Ja, wenn dich deine SP-Situation von dem abhält, was du wirklich willst. Und das ist nun mal Fakt. Deswegen seid ihr alle hier auf meinem Kanal gelandet, weil ihr genau tief innen spürt, dass diese spezielle Person eine spezielle Person ist. Dass diese Person einen speziellen Zweck für dich erfüllt. Und da du ja deine Realität bist, du bist dein Universum, hast du auch diese spezielle Person dazu auserwählt, dir dein Innerstes zu spiegeln. Weil du ganz genau weißt, dass da irgendetwas dahinter versteckt ist, warum dich diese Person so anzieht, warum diese Person so wichtig für dich ist, warum diese Person dich nicht loslässt. Und ich will dir jetzt einige Hintergründe erklären, warum du dieses unglaubliche Gefühl, dieses dich nicht loslassende Gefühl hast, dass du dir diese spezielle Person, deinen SP, deine SP unbedingt manifestieren willst. Du sagst, ich liebe sie, ich liebe ihn, ich liebe ihn so sehr. Und was du damit wirklich meinst, was dein Divine Design, was deine Seele, was dein Innerstes damit wirklich meint, wenn sie deinem Verstand quasi sagt oder dein Verstand besser gesagt, dieses Gefühl, dieses innere Wissen für dich in Worte fasst, für dich in Gedanken fasst. Die Aussage ist, diese Person ist deine Liebe. Deine Liebe, sie reflektiert deine Wahrhaftigkeit, die du in Wahrheit bist, diese Liebe, die du in Wahrheit bist, die du bist. Aber trotzdem sind da noch so viele Sachen drumherum gebaut, dass diese Liebe, die du bist, nicht erlaubt wird, dass du dir nicht erlaubst, Liebe zu sein, dass du dir nicht erlaubst, bedingungslos perfekt und gut zu sein. Und dein SP, deine spezielle Person, ist eine Personifizierung deines Divine Designs, deiner Seele, wo dir immer wieder sagt, hey, du bist Liebe. Hey, zwischen uns ist Liebe. Aber du kannst es nicht sehen, du kannst es nicht wahrnehmen, du kannst es nicht manifestieren, weil dein Fokus immer noch so sehr auf äußere Umstände, auf Bedingungen, auf Geschichten, auf Vergangenheit etc. pp. Gerichtet ist. Und deine SP-Situation, die will, dass du dich selber erkennst als das Höchste, als die höchste, göttlichste, perfekteste Version deiner selbst und dass du diese Erkenntnis verkörperst. Das heißt, dass du diese Erkenntnis, diese Klarheit über deinen Seinszustand, über deine Perfektion, über dein göttliches Wesen in deinen Gedanken trägst, in deinen Vorstellungen trägst, in deinen Meinungen trägst, in deinen Ansichten trägst. Und dazu gehört es eben auch dazu, dass du diese Ansichten für deine spezielle Person mittragen kannst, weil deine spezielle Person ist ja deine Reflexion. Und wenn du diese Ansichten, diese göttlichen, perfekten, wunderbaren, liebenden, bedingungslosen, grenzenlosen Ansichten, das von dir, deiner Wahrhaftigkeit für dich als wahr hast und dieses ich bin Perfektion, ich bin Liebe, ich bin Göttlichkeit, ich bin tiefste Ehrlichkeit, Wahrheit, transparent. Ich bin das, was ich bin. Göttlich, perfekt, wunderschön. Dann muss es logischerweise so sein, dass du dir erlaubst, diese Göttlichkeit in deinem Gegenüber, in deiner speziellen Person auch zu sehen, weil du jetzt
diese Perspektive trägst. Du trägst nicht mehr eine Perspektive aus der Mangelwelt, aus der Ego-Welt, aus der Welt, wie Sachen sein müssen, wie Sachen logisch sich ergeben müssen, wie Sachen sich zeitlich entwickeln müssen, sondern du trägst nun, wenn du es in dir selber aktiviert hast, wenn du weißt, wer du bist, dann trägst du diese Wahrheit in dir und die kannst du dann überall hin projizieren. Und dein größtes Verlangen ist danach, es auf deinen SP projizieren zu dürfen. Zu sagen, das ist die Liebe meines Lebens, das ist die Perfektion, die ich mir schon immer gewünscht habe, einer Beziehung. Das ist die Perfektion eines Miteinanders, das ist die Perfektion eines Partners, das ist die Perfektion einer Partnerschaft. Er ist diese Perfektion, sie ist diese Perfektion, ich bin diese Perfektion und wir leben diese Perfektion in unserem perfekten Leben. Und dazu benötigt es diesen Prozess des absoluten Loslassens, sich zu befreien von Gedanken aus Bedingungen heraus, aus Geschichten, aus Vergangenheit, aus einer Welt heraus, die du nicht mehr betreten möchtest. Aus einer Welt heraus zu denken, aus einer Perspektive heraus zu denken, die immer wieder davon ausgeht, es läuft nicht gut für mich, es herrscht Mangel für mich, ich könnte Fehler machen, es herrschen fehlerhafte Situationen, die könnten Einfluss haben. Das musst du alles aus deinem Mindset, aus deinem Denken, aus deiner Art und Weise des Denkens herausnehmen und ein Divine Design. People, eine Divine Design Woman, eine Divine Design Frau, genauso wie ein Divine Design Mann. Hört auf, Fehler zu suchen. Hört auf, Befürchtungen zu schüren. Hört auf, Zusammenhänge und Analysen zu denken, sondern denkt nur im jetzigen, gegenwärtigen Moment aus der Divine Design Identity heraus. Und wenn du angekommen bist und du bist schon lange angekommen, weil du bist so geboren, aber wenn dein Verstand und dein Denken angekommen ist, dann denkst du in dieser Vorfreude, in dieser Erhabenheit, in dieser Göttlichkeit, in dieser Magie aus einem magischen Zustand heraus. Und nicht aus einem Zustand heraus, der noch nicht angekommen ist, der noch nicht da ist, weil noch keine Beweise hat, weil Logik dahinter steht, die immer wieder sagt, wenn ich aber schon angekommen wäre, wenn ich schon in meinem Divine Design wäre, wenn ich meine Göttlichkeit schon verkörpern würde, dann wäre es im Außen so und so und so und so und so. Und das ist diese Schleife, diese immerwährende Schleife, die du durchbrechen musst, wo du wirklich tief, tief, tief in deine Wahrhaftigkeit reingehen musst und erkennen musst, dass da nichts Fehlerhaftes drin ist, außer dieses Denken, das dir die ganze Zeit immer wieder Mangel und Fehler vorspielen möchte. Und da musst du in diese Erhabenheit deines Seinszustands hineingehen und genau erkennen, was bin ich in Wahrhaftigkeit? Welche Gedanken gehören zu meiner Wahrhaftigkeit? Und welche Gedanken gehören zu einer Identität, zu einem Denken, zu einem Mindset, das nicht weiß, was Schöpfertum bedeutet, was nicht weiß, was Divine Design bedeutet, was nicht weiß, was Grenzenlosigkeit bedeutet, was nicht weiß, was dieses energetische Prinzip des Ich bin, meine Denkweise, ich bin meine Ansichten, ich bin meine Rückschlüsse, ich bin meine Welt, ich bin meine Realität. Dieses Denken existiert genau gleichzeitig. Und deswegen hast du immer wieder die Wahl, mit welchem Denken du dich identifizierst. Und je mehr und mehr du bei dir selber ankommst und dieses Prinzip verinnerlichst und verkörperst, desto weniger reagierst du auf meine Gedanken, desto weniger reagierst du auf Befürchtungen, weil du weißt, jedes Mal ist es nur eine Anfrage, ob du wirklich weißt, wer du bist, wo du lebst oder ob du vollkommen verächtlicht, um
umgarnt bist von dem Schleier der Illusion des Mangels. Und diese Anfragen, die kommen täglich so, so, so oft. Und jedes Mal bedeutet es nur, hast du vergessen, wer du bist? Hast du vergessen, wie dieses Prinzip hier funktioniert? Hast du vergessen, was deine schöpferische Allmacht bedeutet in diesem energetischen Raum, den du eröffnest für dich jeden Moment und du andere Menschen hineinziehst, nicht physisch, sondern gedanklich? Und deswegen rede ich jetzt aus der Perspektive der Frau heraus. Wenn du dein Königreich für dich aufgestellt und ausgeschmückt hast, und dann willst du natürlich deinen König da drin haben. Aber wenn du deinen SP und deine spezielle Person immer wieder als nicht wert erkennst, als nicht königlich, als nicht divine Design, dann wirst du immer wieder in diese Ablehnung kommen und in diesen Kampf dieser Gegenseitigkeiten. Und in Wahrheit ist der Kampf oder dieses männliche und weibliche Prinzip nichts anderes als zu erkennen, dass es ein einziges Prinzip ist. Und zwar das Prinzip, ich bin Männlein und Weiblein im Divine Design gleichzeitig. Und Männlein und Weiblein, was ist denn das schon? Das ist auch wieder eine Definition. Und diese Definition darfst du leben, weil sie führt zum Erleben der Körperlichkeit hier in diesem Leben, zum Erleben der Sexualität, zum Erleben der Nähe, zum Erleben der Physikalität aus der Einheit der göttlichen männlichen und der göttlichen weiblichen Energie, die alles, wenn du eine Frau bist, dein Königreich ist und die alles, wenn du ein Mann bist, andersrum, alles, wenn du eine Frau bist, dein Königinnenreich ist und wenn du ein Mann bist, dein Königreich ist. Kingdom and Queendom auf Englisch, leichter gesagt, weil diese Genderei macht überhaupt gar keinen Sinn, weil Energie hat ja kein Geschlecht, weil Geschlecht ist ja auch wieder ein Konzept. Energie trägt nur Informationen der Konzepte, die du hast. Und wenn jetzt du dir erlaubst, als Frau spreche ich jetzt wieder, dein Königreich zu haben, dann kommt eben auch dein König dazu. Aber so, wie du ihn haben willst und nicht so, wie du ihn hattest aus deinem nicht königlichen, nicht göttlichen, nicht divine Design Bewusstsein. Und deswegen ist es das allererste, die Arbeit an dir selber, an deiner Identity, an dem, was du bist, an dem, was deine Welt ist und an dem, wie dein König in deiner Welt mit dir lebt. Wie er für dich ist, das musst du aus der höchsten Perspektive entscheiden und nicht aus Perspektiven, wie es mal war, wie du dich daran erinnerst, was du für Gefühle hast, wenn er sich so oder so verhält. Nee, es ist immer absolut perfekt, weil du bist die perfekte Königin und also ist er der perfekte König. Aber das muss dein Verstand. Dann muss dieses ganze Konzept, weil dein Verstand will ein Konzept. Aber dieses Konzept aus dem Mangel, aus der Falschheit, aus den Bedingungen, aus den Zusammenhängen, wie es sein müsste, dieses Konzept musst du fallen lassen, kollabieren lassen, hinter dir lassen und in dieses göttliche Jetzt in diesem Moment eintreten und zu sagen, jetzt ist eine Entscheidung gefallen. Und zwar eine glasklare Entscheidung. Ich bin diese göttliche Queen, ich bin dieser göttliche Diamant, der in meiner Seele brennt. Das ist mein Blueprint. Ich nenne es Divine Design Soul Blueprint. Und aus diesem Soul Blueprint kommt eine Gedankenart, eine Ansichtsweise, eine
Sprechweise, eine sich repräsentierende Weise, eine Lebensweise, eine Lebensart, ein Lifestyle, der ganz anders ist als der, den du kennst aus deiner alten Welt, aus der Welt, wo Bedingungen vorherrschen und wo äußere Einflüsse möglich sind. Dein Mindset jetzt ist deine Welt, deine Realität. Und es ist so groß, es ist so limitless. Und warum willst du dich limitieren? Warum willst du ein limitierendes Königreich, eine limitierende Welt aufbauen? Für jeden ist diese Divine Design Welt, die Bibel nennt es das Paradies, vorgesehen. Aber in diesem Paradies gibt es keine beschränkte, bedingte analytische Denkweise, sondern da gibt es nur die Denkweise, dass es ist, wie ich sage. Ich sehe, was ich sehen will. Ich fühle, was ich fühlen will. Ich habe Ansichten, Projektionen aus meinem Divine Design. Ich projiziere die höchste Liebe. Ich projiziere die höchste Perfektion. Und ich lasse mich doch nicht ablenken von irgendwelchen gedanklichen Zusammenhängen, die mir immer wieder erzählen, weil er sich so verhalten hat, weil das und das an Beweis nicht gekommen ist, weil die und jene Sache gesagt worden ist, lasse ich mich beeindrucken und stelle mich selbst in Frage. Das muss aufhören. Und um zum Anfang noch zurückzukommen, deswegen, weil du so beschäftigt bist mit nicht zu sein, wer du wirklich bist, aber dein Innerstes weiß, wer du wirklich bist und wie dieses Divine Design hier funktioniert und wer du bist als Divine Design Woman, bist du aufgehalten, du bist frozen, du gehst nicht in die Welt, in der du leben willst. Du machst nicht die Erfahrungen, die du erfahren willst. Du bekommst eben nicht diese Bestätigung der Liebe, die du leben willst, weil du in einer falschen Realität lebst, weil du in einer falschen Identität lebst. Und dieser Mismatch, der hält dich die ganze Zeit im Kreis. Und es gibt nur diese eine Möglichkeit: aussteigen. Aussteigen, komplett aussteigen aus diesen Beschränkungen und Bedingungen und einsteigen in Entscheidungen, weil du weißt, dass einzige Kraft und Power liegt darin, dass du entscheidest, wie die Dinge sind, wer du bist, wie deine Situation ist, wie dein SP ist, wie dein Königreich aufgestellt ist. Und die Divine Design Welt steht jedem offen. Aber du kannst nur eintreten in deiner Divine Design Identity. Und deswegen ist diese Identity, diese Persönlichkeit aus der bedingungslosen Schöpferperspektive der einzige Schlüssel, dass du in dieses Portal einsteigst, in diese Welt einsteigst, weil du kannst nicht dort sein, während du gleichzeitig in einer Welt lebst, denkst, fühlst, die von Mangel geprägt ist. Ich hoffe, dieses Video hat dir weitergeholfen. Ich freue mich ganz, ganz riesig, dass du immer präsenter wirst hier bei uns in der Divine Design Welt. Vielleicht möchtest du auch in unsere Community kommen. Wir sind Divine Design. Für 90 Euro im Monat kannst du dabei sein, dich austauschen, deinesgleichen finden, immer wieder Fragen beantwortet bekommen, Bestätigungen finden für deinen Verstand, so dass du hier auf diesem Weg bleibst, auf deiner Reise bleibst und aus der absoluten Fülle und Erfüllung dein Leben erfahren kannst. Dafür bist du gedacht, dafür bist du als Divine Design Queen gedacht und natürlich soll dein Divine Design King an deiner Seite sein. Und du musst ihn nicht mehr dort suchen, wo er nicht ist, sondern du musst ihn da sehen, wo er wirklich ist und wo du ihn wirklich haben willst.
In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Bitte like, bitte kommentiere. Kommentieren heißt, deine Meinung zu hinterlassen. Wir haben hier keinen Frage- und Antwort-Chat. Wenn du das haben möchtest, kommst du in meinen Membership-Kanal. Da kannst du Fragen und Antworten stellen. Im Membership-Kanal gibt es übrigens auch ganz rohe, persönliche Videos. Ich werde jetzt auch meine ganz persönliche Reise hochladen, warum ich meinen eigenen SP zweimal manifestieren musste und warum ich endlos sowieso alle Menschen auf dieser Welt manifestiere. Das findest du in meinem Membership-Kanal. Die Anmeldung ist auch hier unter diesem Video. Ja, und es gibt unzählige Selbstlernkurse, die dich Schritt für Schritt weiter in diese Divine Design Identity hineinbringen, in diese Klarheit dieses Prinzips, dass du keine Zweifel und keine Ängste mehr haben musst. Insbesondere habe ich ein wunderbares Programm, Selbstlernprogramm Power der weiblichen Alchemie, führt dich aus deinen ganzen Ängsten heraus und gibt dir ein Angst Management, so dass du keine Angst vor der Angst mehr haben musst. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video und so wunderschön, dass du hier bist. Bis dann.